Ich bin immer noch am Überlegen, ehrlich. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, weil, wie gesagt, alles, was ich jetzt mir noch angeguckt habe, ne, Wasser, Taumelschaden. Wir haben ja jetzt das gemacht, ne, damit ich gegen die Schilde, ne, einmal drücken, also gedrückt halten und dann dreimal antippen. So, wäre das hier auch Taumeln und Taumelschaden ging, wäre auch sinnvoller, weil gegen die Schwertis, ich nenne das jetzt mal so, komme ich ganz gut klar, hätte ich beinahe gesagt, so Samurai. Während ich sitze, voll Heilungsparade, standhafte Schwertparade. Deswegen blau schimmernde Linien. Pariere einen unblockbaren Angriff vom mongolischen. Das wäre dieser blaue. So, Sprintschlag ist am wenigsten. Verzögerter Schnellangriff zu den Nahkampfschaden und Taumelschaden. Nee. Und Reitersprung, ja, das wäre das Coolste. Also ich glaube, die Parade wäre natürlich, das mit der Gesundheit wäre auch am sinnvollsten, ne? Also die Parade, wie gesagt, beim Geist. Herausforderungsserie brauche ich nicht. Konzentration, also noch nicht, denke ich. Das Gehör wäre interessant. Und natürlich hier oben noch blendender Staub. RT und nach unten aus und die Kunai da. Nee, komm. Das sind die Schildträger. Schildträger, Schildträger, Schildträger. Da muss ich was lernen. So. So. Dreimal antippen, dann einmal drücken und dann tippen für Schlagwirbel. Okay. Dreimal Schildbrecher, dann einmal gedrückt halten und dann zweimal antippen für Schlagwirbel. Ich muss mir das versuchen zu merken. Ja. Brauche ich nicht. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen hier hin. Was war eigentlich hier für ein Ort? Da war ein unentdeckter Ort. Ich bin natürlich. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen ärgert, ne? Kein Aussichtspunkt. Fischerdorf Omaha. Da ist eine Schnellreise machbar. Da ist eine Schnellreise machbar, also ist das nicht übernommen worden? Okay. Aber wir müssen da lang. Dann laufen wir hier mal lang. Muss echt, also mit dem Schwert kämpfen muss ich echt besser werden. Ich habe wenigstens noch dran gedacht, dass ich also die Schildträger, ne, das ging ja gefühlt richtig, also für meine. Haut euch nur! Dich zu töten wird mir viel. Ich habe keine Angst. Okay, das ist nämlich mein Problem. Konzentrieren. Konzentrieren. Also einen nach dem anderen und dann geht das irgendwie. War hier noch was? Nö. Hier ist ein goldener Vogel wieder, ne? Da ist auch nichts. Der Wind leitet uns hier lang. Okay.
Ja, die Rehe waren heimlich, sage ich, heilig. Das war die Aussage. Aber ich soll da runter, ne? Hier müssen wir eine. Wo sind wir denn hin? Weiter. Ach, hier müssen wir hin. Josua sollte auf dem Friedhof sein. Ich glaube, hier muss ich hin. Zu erkunden. Er sollte jeden Moment zurück. Könnte zirpen. Ich nehme mich doch definitiv mit hier. Gut. Du bist hier. Bist du bereit, Essen für uns zu stehlen? Sind das alle? Nur die Männer, die auch kämpfen können. Der Rest ist zu hungrig oder krank. Hoffentlich sind wir genug für den Raubzug. Eher sehen wir Kirschblüten im Winter, als dass wir uns diese Vorräte holen. Es gibt immer einen Weg. Vorzugsweise einen, der meine Männer nicht tötet. Ne, das werden wir doch hinkriegen. Mein Speer ist zurück. Los geht's. Viele Männer da drin. Und ein Signal oben auf dem Turm. Wenn sie Verstärkung aus der Bucht rufen, sitzen wir in der Falle. Die mähen uns nieder. Sucht einen Ort, an dem ihr mich sehen könnt. Sobald ich ihr Signal zerstöre, greift an. Die töten dich. Falls ja, räche mich. Und hol dir ihr Essen. Das ist nicht witzig. Irgendwie schon. Wartet auf mein Signal am Turm. Wie du meinst. So. Ach du Nase. Ach, da sind auch noch zwei. Ich muss ein Signal geben, dabei würden sie mich sehen.
Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendwie eine Sequenz. Es ist Zeit, Yuzo. Alter, wie ich das hasse, ne? Jetzt kommt endlich mal wieder Action und ich krieg's nicht hin. Alter, wie viele sind hier noch? Ah! Sterbt, ihr hässlichen Hunde! So. Alles mitgenommen. Was wir hier finden. Ich bin nur einmal gestorben. Ich bin ja schon fast richtig stolz auf mich. Noch mehr? Nee, ne? Ja, nochmal Vorräte. Dann auch nochmal Vorräte. Da oben sind auch noch Vorräte. Nein, wir müssen hier noch ein bisschen was haben.
oder? Ja, ist nee, ne? Also. Voll, da oben wird nichts sein. Munition. Hier noch. Auch nichts mehr, ne? Ja. Gut. Also alles das, was ich jetzt looten kann, wie gesagt, das habe ich, aber mehr kann ich auch nicht. Holen wir deinen Männern etwas zu essen. Wo sind die Vorräte? Im Turm habe ich keine gesehen. Hast du etwas gefunden? Nur ein paar mongolische Papiere bei einem toten Offizier. Zeig her. Du kannst das lesen? Wenn sie auf Chinesisch sind, kann ich sie entziffern. Seit wann? Seit ich Sun Tzu lesen musste. Das hier war nur ein Zwischenlager. Sie nehmen alles mit. Aufs Meer. Die Boote sind in der Bucht. Wir schaffen es nie dorthin. Wir sind doch hier. Du bist verrückt. Was hast du dir denn ausgedacht? Sehen wir uns die Gegend mal an. Die Mongolen haben kleine Boote am Strand. Wir könnten eins stehlen, müssten aber mitten durch ihre Armee. Zu viele Barrieren und Schützen. Ein Frontalangriff wäre Selbstmord. Ich schicke meine Männer nicht an die gegnerische Front. Ein Brandpfeil könnte den Sprengstoff zünden. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Sie sollen sich ja vom Strand abwenden. Schick deine Schützen auf die Klippe. Sie beschäftigen die Mongolen und wir stehlen das Boot. Also gut, Männer. Sie wissen nichts von unserem Sieg am Fort. Also warten Sie auf Verstärkung, die nicht kommen wird. Lenkt sie ab, bis wir ein Boot gestohlen haben. Dann zieht euch in den Wald zurück. Achtet auf meine Fackel. Sie ist euer Angriffssignal. Suchen wir einen Weg zum Strand. Ihr habt Ryuzo gehört. Wir enttäuschen dich nicht. Dich dort kämpfen zu sehen, hat mich an Fürst Nagaos Turnier erinnert. Du wolltest um jeden Preis gewinnen. Es war ein Wettkampf. Du hast auch hart gekämpft. Wirklich? Worauf willst du hinaus? Auf nichts. Ich denke nur an unser Duell. Darüber reden wir später. Falls wir überleben. Deine Männer sollten in Position sein. Jetzt die Fackel. Los, Männer. Ich wusste, dass es klappt. Schau dir das Feuer an. Wir sind irgendwie da runter. Und zwar so, dass sie uns nicht verprügeln. Der Plan, Jin. Keine Zeit zu kämpfen. Wir müssen zu diesem Boot. Schnell sein. Nimm ein Ruder. Ging doch.
Fast. Niemand hat versucht, uns zu versenken. Deine Männer haben die Besatzung abgelenkt. Such nach dem Essen. Nichts. Hätte nicht gedacht, dass das Duell dich so ärgert. Jetzt weißt du es. Kein Glück. Du hättest es mir sagen sollen. Unsere Wege hatten sich getrennt. Egal. Es ist schon lange her. Kein Essen hier. Irgendwelche Vorräte? Hier nicht. Vielleicht auf dem nächsten Schiff. Hörst du das? Klingt wie 4, 5 Männer. Kein Weg drumherum. Überraschen wir sie. Seid gegrüßt. Netter Schiff. Wir müssen schnell sein. Auf dem nächsten Schiff. Hast du deinen Bogen? Du deinen nicht? Wir haben meine. So. Alter. Klinge ist geschärft. Es geht ab hier. Mehr Mongolen. Auf sie. Sauber.
Schildträger umstellen? Sind hier keine Vorräte? Bleibt nur das andere Schiff. Such du hier, ich auf dem anderen. Vorsichtig. So. Pfeile voll. Kunai voll. Den hier noch mal nehmen. Was haben wir hier? Ist ja alles voll, oder was? Vorräte. Da jetzt runtergehe, ne? Habe ich genau das Problem, dass er mich sieht. Pfeile. Nein. Nein. Kann das übrigens vielleicht sein, dass ich gegen den Bären kämpfen muss? Kalt, was ist hier drin? Mongolische Schlachtpläne. Schickt auf Befehl des Khans 1000 Männer nach Norden in die Toyotama-Region. Haltet die Versorgungslinien in der Itsuhara-Region aufrecht. Die Befehlsgewalt erhalten Bata, Präfektur Asamo, Komatsu, Nugai, Präfektur Ariake, Tsutsu, Temugu, Präfektur Yarikawa, Altan, Präfektur Otsuna, Batu, Präfektur Kin und Dokshin, Präfektur Yogaku. Sieht wie Schlachtpläne aus. Ich sollte zu Ryuzo. Keine Lebensmittel zu sehen. Es muss etwas da sein. Was ist jetzt eigentlich hier mit dem Bären? Was ist hier mit dem Bären? All das Essen, das sie uns stahlen. Jin! Ryuzo.
werde nicht fallen. Wow. Ich hätte diesen Mongolen gehabt, wärst du nicht aufgetaucht. Ich weiß. Hast du gesehen, wie dick der war? Dahin ist unser Essen verschwunden. Bastard, sie verbrennen unser Essen. Yuzo, wir müssen weg. Kannst du schwimmen, wenn ich muss? Springe das vom Feuer Schiff. Greift um sich. Ja, womit, in welche Richtung sollen wir denn springen? Spring! Ich komme gleich nach. Spring! Okay. In welche Richtung? Deckung. Sie sind noch hinter uns her. Da vorne ist ein gutes Versteck. Ich habe meinen Männern Essen versprochen und komme mit leeren Händen. Wir finden schon einen Weg. Wie viele werde ich bis dahin noch verlieren? Das hier könnte vielleicht helfen. Mongolische Schlachtpläne. Sieht man darauf Nachschublinien? Es gibt eine Karte. Immerhin. Gib sie mir. Wir tun das gemeinsam. Du hast deine eigenen Probleme. Und ich bin ihr Anführer. Ich brauche sie, Jin. Und ich brauche dich bei Burg Kaneda. Ich werde da sein. Man darf dich nicht kommen sehen. Dich auch nicht. Hm. Ja, oh, die Geschichte von Yuzo. Hm. Jetzt sind wir auch die Strohhut, Leute. Und wir haben wieder einen Technikpunkt. Ja. Sehr schön. Den geben wir doch mal gleich ausgefüllt, ne? Beziehungsweise hier. So. Ja, dann machen wir den. Machen wir den. Das hat mir gerade ein bisschen gefehlt. BX bei langsam. BX bei langsam. Wie gesagt, das mit den Paradengedöns, das ist überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht drin. Gedrückt halten, dann dreimal da und ja, genau. Ich versuche mich zu bessern, Leute.